Ach da! Warum sagt mir das keiner? Goldenes RPD. Habe ich schon lange drauf gewartet. Kann ich hier raus? Springen vielleicht. Natürlich nicht. Ach, da muss ich raus. Hust. It had taken me right into the heart of it. Becker's Gimps were everywhere. So he and Bronco must be close. The smart move would have been sticking with De Silva and going straight to the hangar. But when was I ever about smart moves? I'm a dumb move guy. Hey, Max, we'll drive onto the runway. No thanks. Let me walk in the main entrance. I'll put a big shit-eating grin on my face and let these assholes take turns trying to kill me. That's my style. And it's too late in the day to hope for change. Boy, were they throwing numbers at this problem. But then, I'd chosen to be here. I wanted this. Was it redemption? Not really. It was pathetic desperation. And not much else. The further in I got, the more guys I saw. Becker wasn't running a police force. He was running an army. These guys were better trained and better equipped than anyone I'd seen out here. And I'd seen some mean sons of bitches. The mission was screaming suicide, but I didn't give a damn. At least I'd die being a pain in the ass. There the bastards were, sneaking off in their rich kid's toy. I ain't got nowhere else to go, Becker! Mr. Payne, I believe you had something to say to me! Mate ele! Mate ele agora! Não! Anstatt dass sie schießen, ne? Max, das ist interessant. Max Payne 3 funktioniert nicht mehr. Warte mal. Machen wir kurz die Aufnahme aus. Max, das war, was soll denn die Scheiße jetzt? Dies kann einige Minuten dauern. Okay, also die Aufnahme ist hoffentlich gerettet. Wenn nicht, dann raste ich aus. Ich raste aus, ey. Ich raste aus. Ich raste. Warte, noch nicht, noch nicht. Ich glaube, sie wollten noch was sagen. Okay. So, okay, und dann stoppt die Aufnahme. Das ist ja interessant. Ihr Wichser, okay. Max Payne 3 funktioniert nicht mehr. Ja, was? Was? Eine Überraschung. Hätte ich ja echt nicht gedacht. Trottel. Na gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ciao. Oder so ähnlich. Egal. Bis gleich. Genau, witzige Geschichte. Wir sind wieder da. Das hättet ihr nicht gedacht. Krass, ne? Nee, Max Payne ist mir ja gerade abgeschmiert. Und scheiße, das ist echt uncool. Warum schmiert mir Max Payne einfach so ab, ey? Stirb! Das war schon letztes Mal dieser widerspenstige kleine... The tram was slowing down. And I'd only just gotten on board. I had to salvage what I could and see what was waiting for me. So, wir gehen erstmal rückwärts. Attention, bla 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 bla. So, erstmal aussteigen. Kennen wir ja alles. It had taken me right into the heart of it. Becker's Gimps were everywhere. Jawohl. So he and Bronco must be close. Lädt noch, mach weiter. Boah. So, und danke, endlich darf ich wieder. Endlich darf ich wieder. Also keine Ahnung, was da gerade los war. Aber muss es ja auch mal geben. Macht ja keinen Spaß sonst. Jetzt warte mal, du eins. So, du willst nicht mehr dann. Wer hatte noch Lust auf ein kleines Tänzchen? Ey, wie ich es einfach gerochen habe, den Braten. Wie geil ich bin. So, du bist rausgefallen. Hahaha. Trottel. Stirb.
Kommt die nächste Granate? Nein. Okay, gegen das Schild, das kann ich vergessen, da kann ich nichts machen. Painkiller. Dann nimmt er den Painkiller mit, ihr Wichser. Gib dir das mal. Heavy. Aua. Alter, was soll das denn? Wichs, Krüppel, Gesichts, Kindgesicht, ey. Willst du die Waffen auf den richten, Max? Hast du Lust oder so? Ja, danke. Damn. Das war echt krass dämlich, aus der Deckung zu gehen. Na komm, Alter. Danke. Danke. Dein Mr. Payne. Krasse Bildfehler, aber egal. Dein Mr. Becker, nicht Mr. Payne. Habe ich Mr. Payne gesagt? Diese Szene und endlich. This was it. It was almost over. So I guess I'd become what they wanted me to be. A killer. Some rent-a-clown with a gun who puts holes in other bad guys. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was, about to execute this poor bastard like some dime store angel of death, and I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. Goodbye, Mr. Becker. We had one card left to play. Just get me close. Waha! Look, a squad is coming from the right. Was wo? Was? Danke. Das war eigentlich gar nicht so gemeint. Alter, wie schlecht ziele ich denn? Traurig. Loni, du hast sie echt nicht drauf. So, getroffen. Ja, ich mache ja schon. Eins, zwei. Nächster. So sieht's nämlich aus. Einen haben wir noch. Gut, der sitzt, der sitzt. Ich kann auch überhaupt nicht zielen mit dem Teil. Das ist total scheiße. Weil der nie dahin schießt, wo das Fadenkreuz ist, sondern schießt dahin, wo er hinschießen will. Okay. Ich treffe nicht. Ist jetzt im Kotzen. Jetzt. Richtig. Wo darf ich? Hier. Ja! Der Wagen sieht super aus, ey. Yes! Schließe Teil 3 der Handlung ab.
Wait, Max! No! Stop! Max! We have what we need on him now. Let him enjoy a trial and a spell in prison. Let him suffer. Trust me. You know I walk. You'll walk with a lift! Bahia, eine Woche später. Max Payne 3. Und so haben wir ihnen das Handwerk gelegt, diesen korrupten Schwein. Mr. Becker und Victor Branco. Hieß der so? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall alles korrupte Schweine. Max Payne 3, ja, das war's. Es war geil. Matthew Fredmann. Das ist witzig, weil das ist mein Spitzname. Also ohne Matthew und ohne Mann, Fred. Ja, und jetzt ist es aus dem Bild. Jetzt, okay. Ja. Was willst du groß sagen? Richtig nettes Spiel. Ich habe zwar die vorigen Max Payne-Teile nicht selber gespielt. Ich habe es aber gesehen und das Bullet-Time-Prinzip natürlich ganz klassisch für die Serie auch immer noch richtig gut drin gewesen. Diese Sprünge nach vorne, die gab es natürlich auch immer noch. Ich weiß nicht, haben die besonderen Namen, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall. Es bestand zwar immer nur aus dem Gleichen, nämlich alle abknallen und Painkiller finden, aber war eine nette Story. Auch so ein bisschen verzwickt. Max Payne als der dargestellt, der er ist. Der eigentlich alle einfach nur komplett durchficken will. Nein, der einfach keinen Bock mehr hat und sich denkt, komm, scheiß drauf. Sehr schön umgesetzt. Ich musste nur mal durchatmen kurz, sorry. Ja, weiß ich auch nicht. Warum ist eigentlich die Aufnahme abgestürzt, wenn sowieso nur noch fast 12 Minuten hier zu spielen, Mann? Was ist das denn? Scheißdreck! Also ich prangere das jetzt irgendwie doch ziemlich an. Ja, was willst du machen? Was lässt sich noch sagen? Ich kann eigentlich nur Gutes verlieren an Worten zu dem Spiel. Was war denn schlecht? Story hat gepasst, Gameplay hat gepasst. Vielleicht, das kann aber auch an mir liegen, dass es auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad teilweise so schwere Passagen waren. Gut, weiß ich nicht, ob es jetzt wirklich an mir lag oder ob es tatsächlich so schwer ist. Oder so schwer war, so schwer sein wird. Mir fällt gerade ein, GTA 4, warte mal, lass mal nachdenken. Ist es schon fertig, das Projekt? Ich glaube nicht. Oder doch? Ne, ich glaube, das braucht noch ein bisschen. Also auf jeden Fall werden da die Credits auch
so 15, 16 Minuten lang sein und geht ja vieles ja auch von Rockstar. Heißt, ich habe die Befürchtung, dass die Credits jetzt hier alles komplett sprengen werden. Und da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Nächstes Projekt. Soll ich es verraten oder soll ich es nicht verraten? Soll ich? FIFA 13. FIFA 13, ich hab's verraten. Nee, habe ich hier schon in meiner Leiste unten verlinkt. Habe ich krass Bock drauf einfach. Ich weiß noch nicht, was genau ich machen werde, aber ich werde einfach mal ein bisschen abwechseln. Ich hatte jetzt die Shooter-Riege so ein bisschen auf meinem Kanal. Und jetzt meine Richtung, in der ich ziemlich selten war bisher. Also Sport, na gut. WM-Elfmeter kannst du jetzt nicht so unbedingt als Sportspiel zählen. FIFA habe ich sehr viele Parts bei NSV 97 Nickels TV mitgemacht schon. Aber noch kein eigenes Projekt dazu. Deswegen werde ich mir einfach mal gönnen. Warum kann nicht einfach die Violinmusik als Abspann kommen? Wäre richtig geil. Aber nein, ja, bei GTA 4 auch Rockstar New England. Da kommen noch 270 andere Rockstar-Dinger, die da irgendwie mitgewirkt haben. Ich quatsch einfach mal so lange, wie mir was einfällt. Und dann skippe ich die Credits. Also ich skippe sie nicht, aber ich lasse halt schneller durchlaufen, weil ich es kann. Keine Ahnung, warum man so lange... Weißt du, lass es doch einfach dreimal so schnell durchlaufen. Wenn es interessiert, dann kann es alles toll lesen. Oder auch nicht. Aber es interessiert keinen, also ist ja egal. Aber mir dann 16 Minuten meiner Aufnahme und Lebenszeit klauen. Bastard-Spieleentwickler. Nee. Hätte man trotzdem irgendwie besser lösen können. Oder einfach drei Spalten nebeneinander. Wie krass wäre das denn? Wenn es nur 5 Minuten. 5 Minuten Credits, okay, geht noch. Wobei andererseits in GTA 4 ist ja auch viel mehr als in Max Payne. Also so lange werden die Credits jetzt nicht gehen. Ist ja auch egal. Sonst noch was Negatives. Diese Hinweise nebenbei, die waren ganz nett, aber... Na, weiß es nicht. Außerdem, ich habe irgendwie 70% der Hinweise irgendwie nicht gefunden. Ich meine, war ich dazu blöd? Ich bin ja irgendwie in jeden Raum einige goldene Waffen abgestaubt, so wäre es ja nicht. Habe ich so viel übersehen? Wundert mich. Naja, und so groß ist der Kritikpunkt nicht, aber eine Sache, die extrem aufgefallen ist, vor allem am Anfang des Spiels, du hast einen Film gespielt. Also, von diesem Projekt waren jetzt irgendwie gefühlt 80% Film, 20% selber spielen. Gut, das ist natürlich ganz klar übertrieben, logisch, aber es hat sich teilweise halt sehr so angefühlt. Ich habe keine Ahnung, warum ich hier so rumgestikuliere. Babidibubi, bibidububidibabidibab, nein. Ja, aber so ist es. Ob das gut oder schlecht ist, will ich gar nicht beurteilen. Also es war mal ganz interessant, es war was anderes. Und ich bin mir ein bisschen unschlüssig drüber, was ich davon halten soll. Mein Problem ist, ich darf das halt alles danach lauter und leiser schneiden. Also eigentlich lauter schneiden. Ich habe dann die Arbeit damit, dass hier so viel Film war. Was denn nicht schlecht ist, macht ja Bock. Ich lasse es mal unkommentiert stehen. Jeder kann sich da seine eigene Meinung zu bilden. Frederik Farnstrom, schon wieder so ein Frederik, ey. Ihr alten Wichser. Seid geil. Nee, aber trotzdem. Das lasse ich einfach mal unkommentiert stehen. Ist wahrscheinlich das Beste. Und noch irgendwas? Ich würde ja gerne die Credits jetzt schnell durchlaufen lassen. Wieder mit so einem komischen TV-Synchro-Effekt. Rage Technology Group. Kurz nachdenken. Also wenn mir jetzt echt nichts mehr einfällt spontan, dann mache ich einfach so Schnips und dann lasse ich durchlaufen. Gameplay, die Hinweise, die goldenen Waffen. Es waren die goldenen Waffen, das war interessant. Sowas, was man nebenbei finden kann, was man nicht unbedingt braucht, also Optionals, was man nicht braucht, aber was halt, ich weiß gar nicht, ob die übertrieben was gebracht haben, aber es sah geil aus auf jeden Fall. So, und auch dieses zur Handlung, genau, das ist dieses Ineinanderschneiden, genau, gestikulieren noch vor deinem Monitor, Loni, weil es sieht ja jeder, wenn du die Finger so ineinander machst, dass die Handlung so ineinander verschachtelt war, dass es diese Zeitsprünge hin und her waren, dass also praktisch geschehen ist jetzt, dass dazu die Story von damals dazu erzählt wurde. Das fand ich persönlich ganz interessant. Gut, mehr will ich auch gar nicht dazu sagen. Als Fazit, Max Payne hat richtig, richtig Spaß gemacht. Bis auf die zweimal, wo es abgestürzt ist. Aber ich weiß nicht, woran es jetzt genau lag. Ob an Fraps und Max Payne, dass sie sich nicht mögen, oder am Spiel an sich. Weiß es auf jeden Fall nicht. Ich bedanke mich fürs Zusehen und 3, 2,
1. Ach ja, und was mir noch einfällt, diese Effekte, die waren doch teilweise krass übertrieben. Also dieses, das Bild wechselt die Farbe irgendwie oder krassen Filter drüber gelegt oder dieses, oder das war, ich weiß auch nicht, ob das so, also es sah interessant aus, aber war vielleicht ein bisschen zu overhyped. So, jetzt weiter geht's. Und die Frage ist doch, warum habe ich nicht einfach bei den Credits gesagt, jetzt ist Schluss? Ganz einfach, ich wollte die Musik noch einmal hören. Noch einmal im Video haben. Übrigens, da waren in den Credits gerade, wo vorgespult wurde, da waren diese ganzen Musikstücke und wie die heißen und wer und warum. Ich werde die, pass auf, kann ich schnipsen wieder, warte. So, jetzt ist irgendwo im Video bestimmt ein Link aufgeploppt oder vielleicht steht auch in der Beschreibung, keine Ahnung. Also diese Credits, die mache ich, also diese Musikstücke, die verwendet wurden, vielleicht sind die für den einen oder anderen interessant. Da mache ich einfach ein nicht gelistetes Video und verweise da schnell drauf, ist ja kein Problem, geht ja ganz schnell. Und die andere Frage war, wie kann ich jetzt schon wissen, was in GTA 4 Credits ist? Ganz einfach, ist, als wenn ich das aufnehme, ist GTA 4 schon lange fertig aufgenommen, hochgeladen. Alles ganz entspannt, so. Krieg ich nochmal die richtige Max-Payne-Musik, bitte? Wäre geil. Audio? Soundausgabe? Nee, krieg ich nicht. Nein, krieg ich nicht. Echt nicht? Hallo? Was ist ein Kapitel? Was sind Grinds? Statistische Meilensteine, komm. So, goldene PT 33, 0. L92, 0. Revolver haben wir nicht, Mini 30, was haben wir denn? LMG 30, abgesägte Schrotflinte, Spaß 15, was ein Spaß 15, ey. FM Dingser, G6 Kommando, 1000 Kopftreffer, was ist das denn? 2500 Kills, scheiße. Armtreffer, 100 Beintreffer, 100 Weichteiltreffer, 500, okay. 50 Minuten im Shoot-Dodge verbracht. 1000 Gegner in Bullet-Time. Ey, was für Erfolge das hier sind. 10.000 Schüsse. 100 Gegner in Bauchlage. Hechtsprung, okay. Was ist das denn? 25 Molotows und Granaten aus der Luft geschossen. Aha, aha, okay. Dun, dun. Genießen. Okay, reicht aber auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Loni verabschiedet sich. Bis zum nächsten Projekt oder bis zum nächsten Video oder bis, ich weiß doch auch nicht. Ja, auf jeden Fall, man sieht sich und ciao!